Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten, nicht zerquetschen. Sonst binden die Blinden mich wieder fest. Unglaublich. Ich werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen. Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ja. Ich habe genug Zeit zu üben. Genau. Was ist mit dir? Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Hä? Was? Traumtagebuch. Süß. Hi, alles okay? Geh weg! Aber ich möchte doch bloß ein bisschen... Geh weg! Und... Ist das das Einzige, was ich für dich tun kann? Weggehen? Ich meine, ich könnte ja auch einen Burger holen. Geh weg! Okay, ich geh weg. Wer nicht will, der hat schon. Ach, da bist du ja. Da komme ich nicht durch. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen, allein, auf dich gestellt. Oh, na gut. Okay, darf ich deine Gedanken lesen? Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus, oder zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Warte. Noch 6 mehr, okay. Wow. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Na, klasse. Was wollt ihr Geister? Verpisst euch. Nein. Versiegelt. Tja. Irgendwohin müssen wir ja. So, noch 5. Ah. Tja. Wow. Miau. Katze. Meine Katze. Ich will erst hier unten noch ein bisschen suchen. Ich wusste es. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. Ansonsten ist hier natürlich nichts mehr. Katze. Jetzt geht's ab. Mit 250 km/h rast er durch die Flure. Hinein in den... Wow, jetzt hat's geleckt. In den Lüftungsschacht. Ein Totenschädel, aber das bringt den überhaupt nicht aus dem Konzept, oder? Sag ich doch. Scharfe Linkskurve vorbei an einer toten Maus, die wir nicht essen. Weil ich das sag. Nein. Nein. Nein, du gehst jetzt nicht zurück. Auf. Hier. Was war das? Los, Katze. Kann ich eigentlich durch dich? Ja. Ob die mich sehen, wenn ich eine Katze bin? Ich bin gar nicht da. La 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 Löhre. Hast du keine Nachtsicht, Katze? Warum nicht? Ja, was denn? Ich weiß doch selber den Weg nicht. Jetzt chill mal.
Ja, da vorne ging's runter. Ja, ist ja gut. Danach kommst du wieder frei. Ja, ich schwör's. Hopp. Was machst du denn? Nein, nein, nein. Runter, runter. Sag mal, du hast doch keine Angst vor Dämonen. Hopp jetzt. So ist fein. Von mir aus kannst du jetzt wieder weg. Danke fürs Mitnehmen. So, ich sehe drei. Ja, ich sehe definitiv drei. Die stehen eng beieinander, das ist schon mal scheiße. Wenn ich den Rabe nur erreichen könnte. Ist da noch ein Raum? Sieht so aus, als wäre da noch ein Raum. Kurz vorbeigucken. Ja, da ist noch ein Raum. Alter, diese creepy Viecher. Oh, jetzt. Meine Chance. Geh weg! Geh weg! Verpisst euch! Na also, geht doch! So! Oh, die creepen wieder her. Nee, das sehen sie nicht. Muss eine andere Möglichkeit geben. Cool, nur noch einer. Den kriege ich locker platt. Eine Puppe. Das ist, ja, fragwürdig. Da gibt's auch nichts. Was zur Hölle? Ich muss mich orientieren. Ah! Okay. Nein, das hier ist kein bisschen gruselig. Hier ist Nölkes abgelenkt. Ja. Pissnölke, schnappen wir uns jetzt. Ich warte jetzt, bis der umdreht und dann schnapp ich ihn mir. Ja, komm, creep weg. Hua, wie er mich angeguckt hat. Du. Kaboom, Baby! So, so viel zu deinem Thema. Hallo! Diese Teile sind nicht meine. Gehirne. Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Nein. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Tja. So viel zu diesem Thema. Was ist das? Riesengeisterwand? Wow, fuck! Bin ich jetzt erschrocken. Das ist creepy. Was? Ich kann es nicht lesen. Warnung vor Dämonen. Toll, kommt ein bisschen spät. Blöde Kuh. Die Dämonen sind aber alle weg jetzt. Können wir uns in Ruhe mal umgucken. So, da waren wir drin. Aha. Mhm. Schöne Einrichtung. Mhm. Aha, okay. Cool. Ja. Mhm.
Okay, da steht das. Aha, verstecken. Ja, toll. Ich würde sagen, wir sollten so langsam mal weiterlaufen. Gibt's hier noch was? Wow. Ne, hier gibt's nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Wow. Leckfett. Das ist natürlich sehr bitter. Das war doch damals so ein Saal, wo Gehirnoperationen durchgeführt wurden. Vor Publikum. Vor Ärzten, glaube ich sogar. Jungen Ärzten, die was lernen konnten daraus. Aber dass sowas jetzt immer noch hier drin rum existiert, ist ein bisschen creepy. Irgendwelche Dämonen? Nö. Cool, ein Schild. Ich liebe es, wenn ich mich teleportieren kann. Beobachten? Tor zur Verdammnis. Cool. Da will ich aber nicht durch. Hi, Joy. Noch zwei. Hey, Ronan. Oh, ja? Hast du mich vergessen? Nein. Dann geh halt. Nö, da ist nix mehr, oder? Nö, da ist nix. Oh, sorry. Willst du mich verarschen? So. Na komm. Hab sie. Ich such besser Joy und schaff sie her. Wow, okay. Das ist ja mal mega creepy. Nein, wie wär's, wenn wir Joy jetzt noch nicht hierher schaffen? Joy, Schätzchen. Wo ist die? Ah, da. Wart mal ein bisschen, ich will mich hier noch umgucken. So, da können wir noch was sammeln. Da können wir noch was sammeln. Noch eins. Ach, das ist meine eigene Essenz. Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten. Nicht zerquetschen. Ja, ja. Sonst binden die Blinden mich wieder fest. Unglaublich. Ah, ich Gott. Werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen. Schade, dass die teilweise dieselben Dialoge haben. Echt schade. Ich glaube, wir fallen ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Nur wenn sie durchs Fenster in deine Wohnung gucken, während wir, du weißt schon. Alter! Psst, nicht so laut. Deinetwegen werde ich noch rot. Alter! Weißt du, wie alt die ist? Wenn er nur nicht so ahnungslos wäre. Das hier fängt allmählich an, mich abzutören. Ich glaube, ich kann nicht bis zum Schichtende warten. Im Kittel sieht sie noch heißer aus. Alter, merkst du es noch? Aha. Das Spiel wirft so einige Fragen auf. Wo bist du denn? Alles klar, Süße? Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Ah, schade, dass echt dieselben Dialoge sind. Und ist euch was aufgefallen? Die meisten, die hier drin sind, sind Frauen. Voll sexistisch, das Spiel. Was haben wir denn hier? Poltergeist. Scheint die nicht zu stören. Hallo. Verstecken. Nö, ich wollte jetzt eigentlich noch...
letzte Teil finden. Eigentlich.